Und jetzt viel Spaß mit dem Neuesten vom Betze. Präsentiert von Krombacher. So, liebe Medienvertreter hier im Presseraum, liebe Fans auf YouTube, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Morgen 19 Uhr Heimspiel gegen den VfB Lübeck. Hierzu begrüße ich unseren Cheftrainer Cem Saibene. Vorab noch kurz die Information zum Kader mit Lukas Gottwald, Anas Backhardt, Dominik Schad, Nikola Sessa, Simon Latidis und leider auch Carlo Sickinger werden einige Spieler ausfallen oder fallen immer noch aus. Zudem ist der Einsatz von Daniel Hanslik fraglich. Das vorab zum Kader, dann starten wir auch gleich mit der Pressekonferenz und mit der ersten Frage an Cem Saibene, die kommt von Andreas Böhm von der Rheinpfalz. Hallo Herr Saibene, erstmal was zu den Personalien. Daniel Hanslik, was plagt ihn, was hat er, was macht den Einsatz fraglich und was hat Simon Scalatidis sich zugezogen? Also Daniel hat einen Schlag auf den Fuß bekommen, eine Prellung vor 2-3 Tagen, er hat Schmerzen, hat gestern nicht trainiert. Mal schauen, wie es heute geht. Wir trainieren ja später erst. Im Moment ist er fraglich, halt, weil er gestern nicht trainieren konnte und Schmerzen hatte. Mal abwarten. Scala hat Probleme an der Leiste schon seit Monaten. Und könnte sein, dass er operiert wird und das in den nächsten Stunden entschieden. Und dann könnte er uns 4-5 Wochen ausfallen. So, gibt es weitere Fragen? Davon gehe ich mal stark aus. Und die nächste kommt Gerrit Schnabel, der Betze Brennwagen. Ticken schneller. Hallo Herr Saibene. Im letzten Spiel gegen Halle haben Sie ja Carlo Sickinger, als er sehr kurzfristig ausgefallen ist, durch Yannick Bachmann ersetzt. Wäre das jetzt auch wieder Ihre erste Alternative? Oder könnte da jetzt dann Alex Winkler als gestandener Innenverteidiger vielleicht doch zu seinem Debüt kommen? Ja, das sind die zwei 3 Optionen. André Hinou ist auch noch da. Jay hat das schon oft des Öfteren gespielt. Ich glaube, über 30 Spiele schon als Innenverteidiger. Ich finde auch, dass er es sehr gut gemacht hat in Halle. Deshalb geht die Überlegung dahin, dass wir nichts ändern in der Innenverteidigung. Aber ich warte gerne das Training ab heute. Winkler ist natürlich auch immer Kandidat und ist jetzt seit einer Woche im Training. Mal schauen, wie sich das Training heute entwickelt. Nochmal der Andi Böhm. Herr Saibene, wie fühlen Sie sich denn ein bisschen wie eine Gebetsmühle in den vergangenen Wochen, weil Sie ja im Grunde immer wieder auch dieselben Dinge ansprechen müssen und angeschlossen an diese Frage, wie stabil ist Ihr Geduldsfaden denn noch? Er muss auf jeden Fall sehr stabil sein im Moment. Keine einfache Phase. Klar, wir verlieren wenig, aber gewinnen natürlich auch viel zu wenig, das ist klar. Und das beschäftigt uns alle. Wir sehen uns nach so einer Serie, sage ich mal, wie Lübeck hat jetzt zum Beispiel 4 Siege in Folge. Auf das warten wir. Wir müssen alles dran setzen, dass wir Punkte holen, Siege einfahren. Letzte Woche Halle, denke ich, war schon Thema auch wieder in den letzten 30 Metern mehr Überzeugung, mehr die Gier auch in den Abschluss zu kommen, mehr zu schießen auch aus der zweiten Reihe. Obwohl wir das ganze Woche wirklich thematisiert haben, hat mir diese Überzeugung doch gefehlt in den letzten 20, 30 Metern. Das müssen wir unbedingt verbessern. Gibt es weitere Fragen? Gerrit Schnabel, dann nochmal der Andi Böhm. Herr Saibene, Sie haben Lübeck jetzt schon angesprochen als Gegner. Sie haben in den letzten 4 Spielen, die letzten 4 Spiele allesamt gewonnen und auch nur ein Gegentor kassiert. Sie haben sich jetzt bekanntermaßen in den letzten Spielen eher schwer getan, Tore zu erzielen. Wie haben Sie unter der Woche mit der Mannschaft darüber gesprochen? Haben Sie mit der Mannschaft darüber gesprochen oder wie gehen Sie die Partie insgesamt an? Also wir haben natürlich über unsere
Angriffsverhalten, das war ein großes Thema. Dass ich nicht einverstanden bin, dass wir die ganze Woche darüber reden, dass wir mutiger in Abschluss gehen sollen, dass wir in den letzten 20, 30 Metern konsequenter den Abschluss suchen und dann so spielen wie in Halle, dass wir 3, 4, 5 wirklich sehr, sehr gute Aktionen hatten, wo wir dann 20 Meter vorm Tor nochmal quer spielen, anstatt zu schießen aus sehr aussichtsreicher Position. Und das war ein großes Thema. Und das hat mich auch beschäftigt und ich war auch sehr, sehr unzufrieden deshalb, weil wenn wir so Sachen ansprechen und das dann nicht umgesetzt wird, ja, dann müssen wir überlegen, wie wir das ändern können im nächsten Spiel. Und dass Lübeck sehr stabil ist, hat man gesehen in den letzten Spielen, jetzt mit den 4 Siegen, aber auch wenig Gegentore, sehr, sehr gutes Umschaltspiel, ein guter, schwerer Gegner. So, dann geht's weiter mit der Frage von Bernd Schmidt vom SWR Fernsehen. Das Problem vorne der mangelnden Torgefährlichkeit beim FCK. Jetzt ist mit Elias Huth ein Spieler da, der in Zwickau letztes Jahr 14 Mal getroffen hat, der aus meiner Sicht sehr schlecht in die Saison gestartet ist. Er hat ja 3, 4 Mal gespielt, auch bei Ihnen noch. Was ist das Problem? Warum kann dieser Spieler nicht diese Torgefährlichkeit abrufen, wenn er auf dem Platz ist und im Prinzip helfen, diese Sturmschwäche vorne beseitigen? Also er hat schon jetzt in den letzten so 2 Wochen im Training, macht er mir einen guten Eindruck. Wir haben auch ein internes Spiel gemacht am Sonntag gegen die U21, wo er ein Tor geschossen hat und sehr präsent war. Er macht mir schon so den Eindruck, dass er sich wohler fühlt jetzt, dass er mehr Vertrauen hat. Und er rückt näher ran an die ersten 11, das ist klar. War für ihn auch vielleicht eine große Umstellung von Zwickau nach Lautern. Mehr Konkurrenz, vielleicht ein bisschen mehr Druck. Ist eine ganz andere Ausgangslage. Das hat ihm vielleicht ein bisschen zu schaffen gemacht. Aber jetzt, wie gesagt, er hat mir einen guten Eindruck gemacht die letzten Tage. Und er ist sicher eine Option, mindestens für einen Teileinsatz. Und mal schauen. Thomas Hilmers, der Betze brennt, mit der nächsten Frage. Herr Seibin, ich würde gerne mal eine Diskussion aus der Fangemeinde aufgreifen. Und zwar kritisieren da einige, die Mannschaft hätte keine Kondition, die körperliche Fitness wäre zu wenig. Ich habe da bisher immer entgegnet, dass ich das nicht so sehe, sondern wir haben ja zum Beispiel in Wiesbaden haben wir späte Tore geschossen, noch den Punkt geholt. In Zwickau haben wir spät den Siegtreffer gemacht, noch 1, 2 Beispiele könnte man aufzählen. Aber jetzt in Halle am Samstag kam ja wieder die letzte halbe Stunde gar nichts. Fehlt da doch die Fitness oder haben wir wieder in der halben Stunde ein Mentalitätsproblem, dass der Siegeswille, die Gier gefehlt hat? Oder wie sehen Sie die Sache mit der Kondition, mit der Fitness, diese Diskussion? Ich glaube, Sie haben schon teilweise die Antwort gegeben, dass wir des Öfteren auch in den letzten Minuten Tore geschossen haben. Wir bekommen die Werte nach dem Spiel sofort, sehen, wie viel die Jungs laufen. Es gibt sicher einige, die mehr laufen könnten, wo noch Potenzial da ist. Aber im Großen und Ganzen ist die Mannschaft fit. Die Werte sind im Vergleich jetzt mit den Gegnern absolut auf demselben Niveau. Und wir haben sicher kein physisches, konditionelles Problem. Da haben wir die Fakten halt nach jedem Spiel sofort, 2, 3 Stunden später, wie viel die Jungs gelaufen sind und wie viele Sprints, wie viele Meter. Und da sind wir mit den Gegnern absolut auf Augenhöhe. Ja, genaue Zahlen, weil ich meine, es gibt ja zum Beispiel die Laufleistung. Haben Sie da die Zahlen? Die gibt es doch, glaube ich, nur in der Bundesliga. Die gibt es auch bei uns. Okay, ja. Da sind wir auf Augenhöhe. Absolut, absolut. Es gibt zuerst die Distanzen, aber auch die schnellen Läufe, die Sprints. Da haben wir alles schwarz auf weiß. Nochmal der Bernd Schmidt. Seit ein paar Jahren ja so die Diskussion, auch Ihr Sportdirektor beschäftigt sich sehr damit, wie ich weiß, dass Spieler, die von irgendwo außerhalb kommen, zum FCK kommen und schlechter werden. Häufig wird auch in den Fanforen darüber diskutiert, dass das an dem Druck liegt, der hier bei diesem Traditionsverein ist, bei den Heimspielen, auch an den Zuschauern, die zu schnell pfeifen. Manche Spieler verlieren da ihr Selbstvertrauen angeblich. Jetzt ist das Stadion aber leer seit mehreren Heimspielen.
eigentlich dürfte dieser Druck von außen für die Mannschaft doch nicht da sein, oder? Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, wen Sie jetzt speziell da erwähnen wollen oder wer da jetzt viel schlechter geworden ist. Es gibt halt immer Spieler, die einen kommen mehr zum Spielen, die anderen weniger zum Spielen. Ich finde, dass einige Spieler, jetzt zum Beispiel Redondo ist jetzt hierher gekommen, hat eine super Entwicklung gemacht. Ich finde, dass Adam sich super entwickelt hat. Chivchi, gut, der war schon da, gefällt mir extrem gut im Moment. Ja, aber es gibt halt, es können immer nur 11 spielen und dann gibt es die weniger spielen und dann, ja, ob die sich dann schlechter entwickeln oder entwickelt haben, will ich so nicht sagen. Aber es gibt halt die spielen, die weniger spielen und die zufrieden sind, die weniger zufrieden sind. Man hat halt eine große Auswahl von 20, 23 und es können nur 11 spielen. Dann gibt es halt immer die und die anderen. Aber ich denke, dass das, ich finde es eher, mir würde es mehr Mut und Kraft geben, in so einem Club zu spielen, auch wenn wir Zuschauer hätten, anstatt dass es mich einengen würde und mir Angst machen würde. Also ich hoffe, dass das für die Jungs keine Belastung ist, weil es ist ja, ja ein Riesenerfolg, für so einen Club spielen zu können und hier im Stadion auflaufen zu können. Das sollte jedem noch Kräfte frei machen und nicht lähmen oder hemmen. Und ich hoffe, dass das bei uns, bei den Jungs auch so ist und ja. Gibt es noch weitere Fragen an den Trainer? Jawohl, der Gerrit Schnabel nochmal. Ich hätte noch eine Frage zu Tim Rieder. Er hat sich als Neuzugang ja direkt zur absoluten Stammkraft gemausert, auch unter Ihrer Regie, hat, glaube ich, alle 11 Spiele bestritten und meistens von Anfang an. Wie sehen Sie ihn und wie wichtig kann er jetzt auch werden von seinem ganzen Charakter in dieser zumindest ergebnistechnisch ja schwierigen Phase für den Verein? Ja, ich glaube auch er einer von denen, ja, die hierher gekommen sind oder der hierher gekommen ist und der, ja, ich glaube, sicher nicht schlechter geworden ist, sondern für uns ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Gibt der Mannschaft extrem viel Stabilität, sehr ballsicher vor der Abwehr, auch ein Leader-Typ mit seiner Persönlichkeit. Könnte noch ein bisschen mehr reden, noch mehr Verantwortung übernehmen, indem er, dass er die Spieler dirigiert und da hat er noch Potenzial. Aber sonst, ja, ich finde ihn sehr gut und so ein Stabilisator bei uns im zentralen Mittelfeld, der Mannschaft mit seiner Präsenz und seiner Persönlichkeit extrem gut tut. Gibt es noch Fragen? Michel Haslinger, Radio RPR1. Herr Sabine, ich hätte gerne noch eine Aussage mal so über den VfB Lübeck. 4 Spiele in Folge und richtig gute Ergebnisse dabei. Das ist ja nun kein Zufall, dass diese Mannschaft so von hinten weg marschiert ist. Worauf muss Ihre Mannschaft morgen am dringendsten, am meisten achten, um da ein gutes Ergebnis zu erzielen? Ja, zuerst mal hat man gesehen, wie stabil sie sind defensiv, wie wenig Tore sie bekommen. Da geht es darum, Lösungen zu finden. Die Sachen, die wir in den letzten Wochen nicht gut gemacht haben, auch gegen so einen Gegner probieren, in Abschluss zu kommen, zielorientierter abzuschließen. Und dann haben sie ein sehr gutes Umschaltspiel. Also sie schießen einige Tore, indem sie schnell umschalten mit ihrem Tempo. Sehr gutes Umschaltspiel, haben sie mehrere Tore geschossen. Da müssen wir sehr, sehr gut drauf vorbereitet sein. Das heißt, defensiv sind sie sehr stabil. Nach Balleroberung geht die Post ab mit viel Schnelligkeit, mit viel Speed. Und da müssen wir ja, Konter unterbinden und ihr Umschaltspiel so schnell wie es geht unterbrechen. So, gibt es noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Das ist nicht der Fall. Ich sage Dankeschön für die Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns morgen in alter Frische wieder. Dankeschön. Dankeschön.